So, Hallöchen. Eine weitere Demo zum Steam Next Fest im Februar 2024. Jetzt spielen wir Yet Another Fantasy Title. Was, wenn ich es richtig mitbekommen habe, das Nachfolgespiel von den Machern ist, die auch Rustler gemacht haben. Das habe ich auch schon mal irgendwann angespielt, das ist aber schon länger her, meine ich. Rustler hat sich selber noch als Grand Theft Horse verkauft, weil es ist so ein bisschen wie GTA 1 und 2 in so Vogelperspektive. Nur dass es bei Rustler eher halt so mit Mittelalter-Setting war und Pferden. Und in diesem Titel ist es jetzt scheinbar dasselbe Spielprinzip, wahrscheinlich mit ähnlichen Jokes und so und Anspielungen, allerdings im Fantasy-Settings mit Zwergen, Zauberern und so eine Sachen. Rustler habe ich dann, ich habe das zwar, aber ich habe es bisher noch nie dann selber richtig gespielt. Aber eigentlich fand ich es schon ganz witzig und ich war halt früher als Jugendlicher großer Fan von GTA 1 und 2, da hatte ich richtig Spaß dran. Eigentlich hätte ich mal Bock, sowas mal wieder zu spielen. Aber wir gucken jetzt mal, wie sich das hier spielt, ob das auch so witzig ist und wie man das, was man da macht und mal gucken. Vielleicht spiele ich das dann ja mal irgendwann. Wir fangen mal an, 15 Minuten starten jetzt. Für die Spiele mache ich nicht immer einen Game-Befehl, Andi. Das musst du dir selber aussuchen. Aber Kategorie sollte eigentlich geändert sein, laut Dings. Zumindest wird mir angezeigt, dass die richtige Kategorie ist. Ja, aber jetzt scheinbar nicht mehr. Habe ich es nochmal aktualisiert? The story begins like many others. Once there was a beautiful realm under the rule of a wise king. Alas, such happiness is never meant to last. A dragon came and ravaged the land. The king and his army marched to the beast's lair. The monarch proudly raised his ancestor's sword, but the dragon was not impressed. He swallowed the king, his sword, and most of his horse. Now the kingdom is in turmoil, in constant fear of the dragon. Some speak of a prophecy. One day, a chosen one will come and make things right. Most prophecies are false. This one happens to be true. But chosen ones are not always what you expect. Tipp! You can set your own keybindings in Settings Menu. Ah, cool. Okay. Das ist einfach Hollow Knight Sprache nur in nicht ganz so putzig. Der Old Drunk Grindalf. Ja,
gelbe geklommenen Diskus gemacht, nebte Maria macht, helle Mara. Gelbes Knopf, kittete Bab, gelbe. Regert Diskus gemacht, nebte. Gelbe Knopf, Borderlands. Loading. The Load Ring. So, go to the tavern in the Borderlands. So, das hier sind wir. Press Dings Share Button to open the world map. There you can find the starting points of all currently available quests. Once a quest is started, the map will indicate the location of the next stage. Button ist ein bisschen groß geworden. Okay, wir sind da unten. Pimp My Horse. Da ist ein Pimp My Horse Geschäft. Ja, aber ich möchte das nicht mehr. Okay. Oi! A little boy lost a bit early for the festival. You catch a cold or two. Let's see what you've got. Hilfe! Press R2 to attack, hold R1 to block. Okay. Sieht jetzt ein bisschen so aus, als würde ich weglaufen. Ah, Hilfe, der greift mich von hinten an, das ist unfair. Komm, schlag zu, schlag doch. So. Was habt ihr davon? Press X to dodge. What's behind the waterfall? I can't. Oh oh. Oh, steht da auch. Aber Rollen auf X, das triggert mich schon wieder ein bisschen. Geil! During the game you find different kinds of weapons. Use the links-rechts-Knöpfe in order to change the currently active one. Ah, nimm dies! Gewicht! Oh oh. Nein! Nein, mein Schwert! Bei mir geht das schon ein bisschen auf den Sack nach der Zeit. Die ersten 10 Mal war es noch okay. Im 11. Mal nicht mehr ganz so. Sneak out the Borderlands. Hier, du drehst dich um. If you enter the field of vision of a guard, you will raise the alarm. The faster, the closer you are to him. Was denn jetzt? Faster oder closer? Oh, da ist einer. Kann ich auch irgendwie schleichen oder so? Nee. Ah! Ich da direkt hin? Hast du das schon? Sehr gut, Terael. Nee, und er sieht mich jetzt nicht, oder was? Was ist der Marima? Okay, sehr gut. Aus dem Weg, Junge! So, wo muss ich?
nicht hin? So, der Pfeil zeigt nach links. Aber irgendwie muss ich sagen, finde ich es jetzt gerade technisch irgendwie noch nicht so ansprechend. Ich habe fast das Gefühl, als wäre Rustler da sogar irgendwie besser gewesen. Aber ist jetzt auch nur so aus der Erinnerung aus. Ich meine, das hier ist jetzt natürlich auch noch eine Demo und so, aber irgendwie. Irgendwas mit euch zweien? Alles klar, Schatzi, bis gleich. Ah, für den Wolf befreien. Aber nicht mich angreifen. Ah! Fuck. He attacked me. Oh, ist da der Magier wieder? Oder ist es Grindalf? Nee. Das ist der auserwählte Prinz. Boah, diese Sprache von dem. Die ist so nervig. Ja, okay. Warum hast du jetzt nichts gemacht? Drück doch R2. Hilfe, ich sterbe. Au, au, au. Wie waren Rollen nochmal? Ach so, auf X. Hilfe. Kann mich eigentlich auch heilen irgendwie? Kann ich sein Pferd nehmen? Ah! Oh, ich heile mich ja wirklich ein bisschen. Ah. Roll und Attacke. Press Dreieck tut Mount a Horse or Cart. Juhu! Ah, da ist eine Krabbe. Das ist eine Sprint-Taste. Ah, Grindalf. Die haben alle auch dieses gleiche Voice-Acting. Aber der hat echt eine Bong als Stab, ne? Hm. I'm not Sir Joffrey, ne? Ich bin
Ich wünschte, ich könnte es deaktivieren. Soll das so im Spiel auch drin bleiben? Oder ist das jetzt für die Demo, oder weil es irgendwie schnell gehen musste? Muss denn doch beim Testen auch irgendwann, oder haben die gedacht, so, ja, okay, ich habe einen Ton ausgemacht nach einer Zeit? Den Sprachsound? Muss die doch selber genervt haben, oder nicht? In order to intercept and mount a horse or a cart with a rider on it, approach the horse and press Dreieck, stealing a horse or a cart might alert the police. Hat doch ein Pferd. Ah, leider ist der Timer vorbei. Okay. Ja, das war auf jeden Fall yet another Fantasy-Dings-Title. Oh. The Words of the Duck Language. So, das sind ja wirklich Enten. Also ich muss halt sagen, vom Grundprinzip finde ich das Spiel halt schon interessant. Ach geil, die können sich auch eigene hier Dingsfaden machen. Ah, Hilfe, ich bin tot. Die können sich auch... Nee, was soll ich sagen? Also ich finde das Spiel eigentlich... Vom Prinzip finde ich es eigentlich super interessant und ich würde es gerne mögen und cool finden. Aber bis jetzt muss ich sagen, war das für mich noch gar nichts. Also Voice Acting halt leider super nervig. Ich finde es auch jetzt technisch irgendwie noch nicht so richtig ansprechend und geil gemacht. Aber in der Theorie finde ich das eigentlich richtig spannend. Aber in der Umsetzung eher nicht so. Und mich würde gerade echt ein bisschen interessieren, ob ich nicht doch nochmal in Rustler reingucken muss. Ob das auch schon so meh war von der Technik oder ob das irgendwie ein bisschen ausgereifter war oder ist. Ja, weil eigentlich würde ich sowas echt gerne mögen. Aber Stand jetzt würde ich sogar auch hier sagen, so ein okay kann man sich angucken. Fühle ich gerade nicht so. Deswegen gebe ich jetzt hier als erster Eindruck nach 15 Minuten erstmal nur 2 Sterne. Und hoffe, die, weiß ich nicht, polieren das noch ein bisschen. Stand jetzt kann ich es nicht empfehlen. Aber wir sehen uns in der nächsten Demo wieder. Vielleicht ist die ja wieder ein bisschen besser. Macht's gut.